Hi everyone and welcome to another reaction video on this channel. Today's topic, Italo Disco. So Italo Disco is allegedly a new trend. I don't know if it's new or if it's coming back. But yeah, I really like Italo Disco and there is a nice clip or a nice documentary from Artitrax that we're gonna watch today. So have fun with this video and let's head in. Es gibt jetzt seit 2, 3, 4 Jahren ein ziemlich großes Revival von Italo Disco und gerade mit Berlin als Zentrum von Techno und Trance. Die aktuelle Italo Disco Szene ist im Ausland viel präsenter als in Italien. Ich nehme diese Idealisierung von Italien natürlich wahr, aber ich kann im Endeffekt eh nicht viel dagegen tun, also sage ich, embrace it. Benvenuti. So I think, is it like the problem with like glorifying Italy is because like of the political situation right now there? I don't know, let's see. Fuck it up. Ich bin Matthias Modica, ich betreibe mit Freunden das Teutonics Label. Wir sind hier im Oxy Club, einer der eher undergroundigen Clubs in Berlin, würde ich mal sagen. Und wir machen hier so alle 5, 6 Wochen unsere Italomania Happenings. Yeah, so Teutonics is actually a really big label. Yeah, Teutonics here. Yeah, 100k followers, they do party all over the world right now, not only in Berlin. I think they like doing it around the world, right? This is like the Oxy stuff. Yeah, but I think they... Yeah, I can see right now, but... Yeah, München and then Madrid, Spain stuff, here Bologna, Milano and stuff. So they're all around the world. And I think it's kind of refreshing, you know, after this all techno thing that is like so present. I really enjoy kind of this style of music. Really remembers me of the first time hearing, not hearing, but like going to Italo disco party. Was back in the day, I was used to work in a bar, and there I had like an Italian colleague, who would have thought, and she's like, yeah, I'm organizing this party, and this and that, it's Italo Disco, come over. And after the shift, like always, we just went there, and it was like, looked like a Späti, like a, yeah, like a liquor store, whatever. You enter the club through the fridge, you know, back in the days it was special, nowadays it feels like a bit of corny, but this like really flashed me. Club Melancholie was the name. Open up the fridge, like about or open up the fridge and you just go in into the club. The club wasn't too special, just like the usual crack hole that you know in Berlin. And the funny stuff was also that in the toilets all the doors were not in the frame, you know, so it just like hanging in one thing, in one pin there, so they like, so you could obviously see what's happening in the toilet because the door was like tilted and fucked up. Really funny party, I always liked it. Not always liked it, but I really liked the party, and there was the moment where I fell in love with Italo Disco, yeah. I think it was a bit more than 2 or 3 years. I think it was maybe 6 years or 7 years ago. But yeah, funny story. And Teutonics is now the one of the biggest upcoming things in terms of house and Italo Disco. So let's just proceed. Es gibt jetzt seit 2, 3, 4 Jahren ein ziemlich großes Revival von Italo Disco, was bedeutet, dass sehr viele junge DJs diese Platten suchen, die auflegen. Wir sind jetzt regelmäßig im Berghain, auch in der Panorama Bar und in anderen Clubs, die früher vielleicht gar nicht so zu uns gepasst hätten oder wir nicht zu denen. Aber wir sehen auch, dass wir jetzt immer mehr eingeladen werden. Wir sind regelmäßig in Paris, wir sind in Amsterdam, wir sind in Barcelona. Dass jetzt Disco so populär wird, passt total in die Zeit und ich glaube, wir sind da nur am Anfang. Benvenuti a Chieti. Willkommen in Chieti. Wir sind Slow Motion Records. Wir heißen Fabrizio, Franz und Giulia.
Ich und Franz sind hier geboren und aufgewachsen. Eine kleine Stadt an der Adriaküste in Mittelitalien. Das ist der Corso Maroncino, die Hauptschlagader der Stadt. Wir haben Slow Motion Records 2009 gegründet, mit dem Ziel, eine Plattform für ausschließlich italienische KünstlerInnen zu sein. Una piattaforma per gli artisti esclusivamente italiani. 2005 habe ich hier in Chieti Franz kennengelernt. Und wir haben angefangen, in der Stadt eine Reihe von Partys zu veranstalten, die sich Slow Motion nannten. Das Musikgenre, das wir spielten, kam vielen Menschen, die zu unseren Partys kamen, ungewöhnlich anders, manchmal sogar futuristisch vor. Obwohl wir eigentlich Tracks spielten, die aus den 80ern und 70ern kamen. Wenn in Italien Feiertage sind, veranstalten wir hier in Chieti und Pescara immer noch Partys. Das ist sehr schön, weil unsere ganzen Freunde aus der Zeit, als wir Teenager waren, als wir unsere ersten Partys gemacht haben, für die Ferien nach Hause kommen. All the people from Berlin, Italian people coming back for the Italian holidays. Machst du uns 6 Espressi und eine Cola? Guten Morgen, Toni. Guten Morgen. Ein Tramezzino ist für mich die beste Sache der Welt. So ein Sandwich ist für mich alles im Leben. La vita è il tramezzino. You know, it's so crazy that I think in Italy, anywhere you go, like drinking coffee and having like some pastries and stuff. No, you can go to the biggest shithole, I think, in Italy, and it will be nice coffee and nice pastries. Unlike Berlin, where you really, really need to do some profile work, some deep research if the coffee place is good or not. Italo Disco als Musikgenre, als Ästhetik hat seinen Ursprung in Italien und repräsentiert den Sound der frühen 80er Jahre. Die Hauptelemente eines klassischen Italo Disco Tracks sind sehr einfache elektronische Drums. Dazu kommen der Bass und die Melodie, die mit einem Synthesizer gebaut werden. Und eine Gesangsstimme, die den melodischen Teil des Liedes ausmacht. What else do you need for a good song? Del brano. Dieses in Italien produzierte Disco-Genre ist damals mit dem Ziel entstanden, Radio-Hits zu produzieren, die von der US-amerikanischen Disco-Musik inspiriert waren. In den USA gab es allerdings sehr große Plattenproduktionen mit enormen Budgets. In Italien konnte man sich das nicht leisten. Anstatt also zum Beispiel einen Schlagzeuger zu bezahlen, kaufte man dann lieber eine elektronische Drum Machine. Dadurch entstanden Produktionen, die vollständig elektronisch waren. So basically, the electronic elements are out of budget issues. Funny. So they didn't use real drums and stuff, just electronic things, just to not spending all their money on equipment, okay? It's the Beyblade of love. Is he Italian? Because he sounds so American. Or is it an American doing Italo Disco? I'm not sure. Aber außerhalb von Italien wurde sie populär und hat dann wiederum viele Produzenten der späten 80er und 90er inspiriert. Pet Shop Boys, Kylie Minogue, in Deutschland auch. Denn unsere allere Lieblingsband Modern Talking ist eigentlich nichts anderes als, tut mir leid, schlimmer Italo Disco in der deutschen Variante, der dann die Welt erobert hat. Yeah, that's crazy. You can't believe how popular Modern Talking is in the East Europe. Wow. No, I was basically raised on this music. Yeah, and also Genghis Khan and stuff. So this all pretty corny nowadays, but still fun to listen to this someday. Sherry, Sherry lady.
Also like Thomas Anders. What is this? Is it Bolero or some kind of stuff? Is he like a generalissimo of love? Perfect. It's just like, and he is like with his Adidas tracks. Oh my god, these styles are killing me. Perfect. Love it. Man kann nämlich eigentlich sagen, dass Disco entstanden ist letztendlich an vier Orten. In New York, in Philadelphia, in München, wo eins der Zentren war, späte 70er Jahre, und eigentlich in ganz Italien. Diese vier Orte waren die Orte, in denen Musiker angefangen haben, Soul-Musik weiterzuentwickeln und diesen... So, we need to write it down. Munich is one of the central places where Disco was evolved. Okay, that's something new to me. München. In the 70s. Interesting. Sogenannten 4-to-the-floor-Beat immer zu verstärken. 4-to-the-floor. Or just a linear beat. Damals entstanden dann in ganz Italien zahlreiche Referenzlabels des Genres. Das Phänomen breitete sich auf der ganzen Halbinsel aus. Der Begriff Italo-Disco stammt allerdings aus Deutschland, von Six Records, das in den frühen 80er Jahren eine Compilation herausbrachte, um diesen Produktionen, die damals noch kein Genre hatten, einen Namen zu geben. Und dann kam Giorgio Moroder und Donna Summer und Harold Faltermeyer und Silver Convention und verschiedenste amerikanische und italienische Musiker, die dann von München aus Stücke produziert und geschrieben haben. I know I did it better. Some classic Italian was Gemüse. Hier ist der Markt. Der Obst- und Gemüsemarkt von Chieti. Ich habe in Deutschland noch nie so gute Tomaten gegessen wie hier in den Abruzzen. Yeah, okay, man, in Germany everything considering vegetables or like fresh things is not that good. Or you need to spend a fortune to get it, yeah, right? But it's always like, why you do holidays in the Mediterranean Sea? Because you wanted to, or like in the Eastern Europe. Because you want to taste a real tomato. When you smell the tomato and it has a real taste and a real smell. And not smells like, I don't know, plastic or something. I don't know, even know why the situations in Germany were like this. Maybe it's because of the globalization or whatever. The commercialization of the vegetable market. But yeah, this is one reason to go to Italy. The main reason. Findet sie dort nicht. Man findet sie dort einfach nicht. Das war alles. It's just, oh my god. It's already like autumn. I mean, it's fall or autumn here in Berlin. It's rainy and gray. And now seeing like a fucking buffalo and some tomatoes and all the hams and stuff from Italy. Oh my god, I just wanted to have holidays. Oh my god. Listen to some Italo disco, having my Aperol Spritz and my my cigarettes and just enjoying the plaza with all the other tourists. With all the other tourists and just wishing myself to be the only tourist there. And just to see the real Italian life. I'm getting hungry. Is this like a fucking food channel? Wir sind ein bisschen wie eine Genossenschaft, in der wir uns alle gegenseitig helfen. Exakt. Wir arbeiten alle zusammen, unterstützen uns und versuchen vor allem, Spaß zu haben dabei. Fabrizio und ich haben uns durch deinen Bruder, durch meinen Bruder Federico kennengelernt. Er hat damals in der Schule viele Partys organisiert und ist jetzt für unsere Grafiken und unser Artwork zuständig. Really retro, this artworks, right? It's like Tron or something, 80s vibes. Could be. Yeah, it's nice. It also looks like the
What is it, Carlo Colucci Logo or something, or Cordon Sport or something? Organisiert und ist jetzt für unsere Grafiken und unser Artwork zuständig. Ich bin kein ausgebildeter Grafikdesigner. Ich habe einfach aus Leidenschaft angefangen, bei Slow Motion dieses Grafikdesign Projekt zu verfolgen. Wir lassen uns viel vom Retrofuturismus inspirieren, der sehr wichtig ist in der Welt des Italo-Disco. Also immer mit einem Blick in die Vergangenheit und gleichzeitig einer Innovation in Richtung Zukunft. Yeah, I don't know where the innovation is, but the retrofuturism is just like, just feels like the straight retrofuturism that was back in the days, right? This is how they back in the day imagined the future, but we are living in the future and you just, I wouldn't say copy it, because I like to see it anyway. It's a nice style, retrofuturism, but it just looks like straight from there. Or maybe that's just good work, that's why it looks like that, but I don't know. Das kann man ein bisschen in allen Grafiken sehen. Obwohl alle KünstlerInnen ihren individuellen Stil haben, verfolgen wir alle seit Anfang an diese klare Linie. Hier zum Beispiel eine Platte von Motorcycle Boy aus Chieti. Er lebt und produziert in Mailand. Deswegen ist die Bar Basso auf dem Cover eine ikonische Bar in Mailand. Vor allem für die Italo-Disco-Szene. Oder dieses Cover von Fabrizio Mamarella mit einem Foto des Corso Maroncino in Chieti drauf, von 82. Die Arbeit hört sich einfacher an, als sie ist. Vor allem mit bestimmten KünstlerInnen, die sehr klare Vorstellungen haben und eine andere Vision haben, als ich sie vielleicht habe. Ich muss sagen, mit meinem Bruder war die Arbeit eine der schwierigsten. Aber am Ende waren wir beide sehr zufrieden. I think the most difficult work in life is working with artists. Especially the more artists you have, the more difficult it gets. Diese Platte bezeichnen Fabrizio und ich als Francesco Scalas klangliches Testament. Il Mondo della Notte von 2020. Ein Track ist besser als der andere. Also legen wir einfach mal einen auf. I really don't like Crocs. Dieser Track heißt Happy Station von Fun Fun. Ein großer Italo-Disco-Klassiker mit einer klassischen Struktur. Ein peppiger Bass, Synthesizer, Arpeggios und Melodien. Und eine sehr einprägsame Stimme. Wir hören mal rein. Im Grunde die perfekte italienische Bombe. Ich bin Raffaele Acella, alias Mani Hudamani. Ich komme aus Neapel und würde Neapel nie verlassen. Für mich bietet Neapel alles. Nach Berlin zu kommen, ist eine wunderbare Erfahrung, wenn es darum geht, etwas zu verbreiten, zu teilen, zu erweitern. Die Expansion. Neapel ist eine wunderschöne Stadt für bestimmte Arten von Partys. Berlin ist eine wunderschöne Stadt für andere Arten von Partys. In Neapel ist es zum Beispiel etwas komplizierter, Partys zu veranstalten, die länger als 8 bis 10 Stunden dauern. Heute, Ende August, in Berlin zu spielen, ist etwas ganz Besonderes. Man erwartet nicht, dass man in so einer, sagen wir mal, Winterstadt im Sommer einen Abend im Garten verbringt. Also, I don't think that like these whole Italo disco parties are parties that are built to be longer than 8 hours, right? Because like this whole techno is more around like this day and night stuff. I think, you know, I couldn't listen to it like for really long, you know, like 8 straight hours, you know, at some point you listen to all the tracks, right? If you want like to have like the more, the longer experiences, I think techno is way more universal and less, nagging, right? Because I love Italo disco, but let's admit to yourself, how long can you listen to it, right? 8 hours, 10 hours, you know, already gets, not, I wouldn't say I get sick of it, but you know, after a while it's just like, okay, I had enough. I'm also an advocate basically of the shorter party format, you know.
You don't have to always to win the party and stay till the end. I think we need just, you know, like kind of step back of it and just like enjoy parties and, you know, somebody enjoys it for 4 hours, maybe for 2 hours and then leave it. You don't have like to be over committed to something, you know, because most of the times in Berlin clubs, it feels like, especially if you go to Berghain, let's say RSO or Sisyphus, like you committing a lot to come there, and that's why you need to stay as long as possible, basically, right? And overforcing it and stuff, the true FOMO stuff. But I think we need to normalize, you know, just like the dip into the party, you know, you just come there, have your drink and leave. And this whole procedure can take for 3 hours, you know, you don't have to stay with everybody. And, you know, I don't know, that's my opinion. Tell me if you feel it or not, or if you have to win the party in order to feel good afterwards. Die aktuelle Italo-Disco-Szene ist im Ausland viel präsenter als in Italien. In Italien wurde das Musikgenre schon immer als ein bisschen cheesy angesehen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wie Deutschland, wo wir ständig arbeiten. Yeah, I always thought that Italo-Disco is pretty, I wouldn't say prestigious, but I think it was like good music. Then you hear talk to Italians and or to other people, musicians, and they're like, yeah, no, that's corny, don't like it, blah blah blah. So this was really something that shocked me as well, that actually Italo disco is a corny genre, but I guess I'm corny. Lavoriamo costantemente. Berlin ist wichtig für das Publikum, das wir anziehen. Außerdem sind für uns die Verbindungen, die in der Stadt sowohl zwischen verschiedenen KünstlerInnen als auch zwischen verschiedenen Veranstaltungsorten entstanden sind, wichtig. Es gibt keinen konstanten Wettbewerb, wie zum Beispiel hier in Italien. Es besteht eher ein gegenseitiger Respekt, der Wunsch nach Zusammenarbeit. Und das ist eine grundlegende Sache für die Schaffung einer Szene. I'm not really convinced. If that's right, maybe he's definitely, they're not from Berlin, so they're like in their pink glasses face. Berlin, one signature of Berlin, and I'm saying it as a true Berliner, from what I noticed, doesn't even matter if it's techno scene, hip-hop scene, or car repairing scene, or gastronomy business. There's one red line that connects every sphere in Berlin, and that's that in Berlin is always everybody against everybody and everybody is shitting on each other. That's just like, it's just a common thing. I don't know, I'm trying, you know, I'm pulled myself out of this stuff. But this is like a really constant that I really see coming back and again and again and again. And the funny thing is I also see it from the people, from the expats that coming here, you know, becoming part of the scene, like a significant part of the scene. That at the end they're all, you know, not that friendly and not that collaborative, you know, they're all like really snobbish and whatever. I don't know, that's one thing that I personally don't like about Berlin. Everything is cool, the open-mindedness, the roughness, all good, but it really feels like there is like a lot of small groups, cliques that are like rivalizing. For no reason, for no apparent reason, you know. Eine Frau in diesem Geschäft zu sein, ist immer noch ein Stück weit Work in Progress. Auch wenn es definitiv besser geworden ist als noch vor ein paar Jahren, sind wir noch lange nicht in einem idealen Zustand. Die Clubs bestehen mittlerweile auf eine bestimmte Anzahl an Slots im Line-up, die an Frauen vergeben werden müssen. Das hat Künstlerinnen motiviert zu spielen, die in bestimmten Line-ups sonst keinen Platz gefunden hätten, weil diese immer männlich dominiert waren. Yeah, now we can talk about kind of tokenism. That's true. Like nowadays, it's like really like there has to be a certain quota of women on the line-up. But also, what led to the fact that there is now a lot of Instagram DJ. Female Instagram DJs that are basically OnlyFans models just pretending to play the decks. And I'm not talking about the DJs that are already big and famous and whatever, but I'm talking there's like a whole sub-niche genre of the IG models who are pretending to be DJs. Not pretending though, maybe they're pretending, I don't know. But it's more about the IG appearance than about anything else. And they get booked
to lineups just for the quota, right? And because they have a lot of followers and stuff, but I don't know if it translates, but maybe it does. And yeah. So it's a Fluch und ein Segen. Italo Disco ist der Zusammenschluss zwischen organischer und elektronischer Musik. Die Balance in der Mitte. In Italien gibt es einen Begriff, der kommt eigentlich aus der Renaissance, der heißt Sprezzatura. Und die Sprezzatura heißt, dass man was macht, was meinetwegen hochkomplex ist oder wahnsinnig anstrengend ist, aber man darf einem das nicht ansehen. Ja? Es ist eigentlich nichts uncooler für einen Italiener, als dass man den Schweiß und die Arbeit sieht. Und vielleicht. Wow. Italians, gotta love you. Sprezzatura. We write it down. You need to do something that really takes really hard effort and let to seem it effortlessly. I think that's my fucking life motto. My life spirit always been. Maybe I'm half Italian. Gefällt es den Deutschen dann, ja, diese Leichtigkeit der Italiener? Ich glaube, dass hinter der Geburt und dem Wachstum und vor allem hinter der Idealisierung des Italo-Disco vor allem der Massentourismus steht. Es existierte im Grunde diese wunderbare Musikmischung, die in den italienischen Strandbädern gespielt wurde und die der Inbegriff des Sommers war, La Dolce Vita. Und das hat natürlich auch zu einer Idealisierung Italiens geführt. Für uns selbstverständlich. Eine Selbstverständlichkeit. Ein Vorurteil. Und ich merke, je älter ich werde, je mehr ich reise und je länger ich im Ausland lebe, desto mehr nehme ich diese Idealisierung von Italien wahr. Aber ich kann im Endeffekt eh nicht viel dagegen tun. Also sage ich, embrace it. Yeah, at the end, everybody is coming to, say, Germany and realizing that, like, those whole Mediterranean things there, you know, they have this strong culture, they have the strong climate, not the good climate and everything, you know, but, like, socially-wise, like, social system-wise, I think it's pretty difficult, right? You also seen at the beginning, I think, here, where they went to the market and stuff, and you see, like, 50, 60 plus old people, I can find it. Yeah, 60, 40 plus, 50, 60 plus people working there, not having pension probably. Same shit in Ukraine and in Eastern Europe, all over the world, you know, where you kind of poor at the end of your life, you know, as a pensioner. I think there is idealization for sure. And though, I don't know, maybe the economy of Italy, Spain, Greece is only like adjusted to tourism, maybe. I'm not sure, but Italy has car manufacturers and fashion, I think. Say Spain, I don't know what the Spain has. Probably they have a lot, but there is a reason why they're like the more poorer countries in the European Union and not as stable. And there is a reason why everybody comes to Germany kind of nowadays, or just migrating somewhere in the EU, in the European Union. Because I think, like, in Italy, there is, like, now a pretty big fascist movement, right? Where they're just, like, throwing the Caesar, the Hitler thing, hand, the Hitler hand, and stuff. And they're, like, trying to prohibit the techno scene there, or not the techno scene, but parties in general, and this whole drug and wars and stuff. Yeah, that's what they do. So they get radicalized. Just like in every state in Europe nowadays, with AfD here, with Le Pen in France, and I think probably in Spain as well, right? Yeah, that's it with Italo Disco. Have to say, I like the genre anyway. I don't care if it's corny or not. I've been to a party recently, and I noticed, like, you know, on the techno floor, you know, it's heavy. You like heavy? But after coming from there to the more housey floor, it felt like, you know, some rocks off my shoulders or some weight off my shoulders. It felt like more free. For sure, it's more slow and maybe it's like a bit boring. I don't know, because it's not that fast. But, you know, you can find your things in. Yeah, you can find other things in music just besides tempo, right? So, yeah, I'm a huge advocate of Italo Disco. So if you're in Berlin or anywhere, because Toytonix is everywhere.
So maybe check it out. Definitely would recommend it, and write in the comments if you've been to a Toytonics and what's your feedback on it. And if you like Italo Disco, tell me, what was your first first connection with Italo Disco? I told mine was like in the Club Melancholie behind the refrigerator. Ah, and funny stuff, the club where I met first time Italo Disco, basically in the club behind the refrigerator, this underground stuff, it was basically Kit Kat, and I didn't know at that time because Kit Kat was next to it and there was just like a Späti there. Now I realized when I was last time there, I think like a few months ago, where everything was open in Kit Kat, that that's the club where I first time listened to Italo Disco and had like a huge time. So it is like some positive emotions. So with that being said, thank you for tuning in and see you in the next video. So like, subscribe and share, and see you in the next video.